So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich zu einem weiteren Liebestarot, zu einem weiteren Liebesorakel hier am Kanal und plus natürlich auch die schöne Weihnachtsverlosung, die wir jetzt gerade haben. Also auch du kannst gewinnen, auch heute noch, morgen noch. Einfach Kommentar hinterlassen, dann kommst du schon in meine Müsli-Schüssel. Vorzugsweise ein netter Kommentar, ein nettes Kommentar. Da bin ich immer noch nicht so wirklich dahinter gestiegen. Das Kommentar, der Kommentar. Man weiß es nicht. Oder vielleicht weißt du es. Du kannst mir es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Mach mich schlau. Und wir wollen jetzt natürlich auch mal schauen. Oh ja, ich habe bei meiner neuen Kamera jetzt endlich gefunden, wie man es ein bisschen dunkler macht. Man sieht, ich bin immer noch unrasiert. Da musste ich gerade so lachen. Ich habe auf meinem Kanal Starchild auf YouTube ein tolles Video hochgeladen zum Thema Selbstfürsorge und schaue mich dann so an, denke, naja, ich erzähle von Selbstfürsorge und schaff's noch nicht mal, mich zu rasieren. Also Patrick Nina. Aber gut, mache ich dann versprochen, habe es am anderen Kanal auch gerade versprochen. Also wenn du möchtest, Starchild bei YouTube eingeben, dann ist da heute ein ganz, ganz tolles Video zum Thema Selbstfürsorge drin. Was kannst du tun, dass es dir gut geht, Stand jetzt mit der Energie, die da ist, die mitzunehmen, für sich Gutes zu tun, ist sehr, 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 sehr schön geworden. Also gerne mal rüber oder ich blende es am Ende hier oben mit ein. Aber wir wollen jetzt mal schauen, wer bekommt diesen Duft, der Sack? Wer bekommt meinen duftenden Sack? Ja, wir haben hier Shiny Moments, tolle Duftkerzen, Stäbe. Also du kannst deine ganze Wohnung wundervoll duftend machen. Und wir schauen mal, wer heute gewonnen hat. Bin schon sehr gespannt und wir gucken mal, wer denn da aus meiner Müsli-Schüssel heraus hüpft. Hä, was ist das denn? Ach ja. So, ist kein Scherz. Hallo, da bin ich. Hallo, da bin ich. Hallo, da ist mein Säckchen. Du oder er, sie, melde dich gerne bei mir. Brauche natürlich deine Adresse, dann lasse ich dir das zukommen. Hallo, da bin ich. Hallo, da ist dein Säckchen. Herzlichen Glückwunsch. Aber das macht jetzt nichts, wenn du nicht der Hallo, da bin ich bist, weil wir wollen ja weitermachen. Wir haben hier als nächstes im Lostopf ein 10 € Amazon-Gutschein und eine ganz, ganz tolle Deko. Ja, ich sag mal Skulptur. Das schaut aus wie, ja, meine Lieblingskarten, die Lilien. Die fallen dir immer gerne mal bei mir, wo man da so schönes Teelicht reinstellen kann. Also super dekoratives Teil. Wenn du das gewinnen möchtest, musst du gar nicht viel tun. Wie gesagt, du musst einfach nur einen Kommentar hinterlassen, dass ich weiß, du bist am Start. Wenn du magst, gern auch Kanal abonnieren, Daumen rauf am Video. Schon fertig. Dann kann es gut sein, dass du in meiner Müsli-Schüssel morgen bist und ich dich auch herausziehe. Na? Okay. Bevor es losgeht, schenkt mir eine Sekunde eures Lebens. Wir schauen mal, ob wir ein neues Kanalmitglied haben. Nee, kann ich jetzt nicht schauen. Schaue ich dann. Ich lade gerade am anderen Kanal was hoch, sonst bricht mir der Upload ab. Ja, die Technik ist unfassbar. Was wir heute machen, ja. Er, du und sie, diese berühmte Dreieckskonstellation. Ja, wenn du gerade in einem Wunschpartnerprozess bist und bist verliebt in jemanden, er vielleicht auch in dich oder er sagt es dir zumindest, da ist aber noch ein Partner dabei, also er hat vielleicht eine Partnerin und er sagt dir immer, ja, ich trenne mich schon, ich komme bald zu dir. Wollen wir da mal schauen, was denn da so dran ist. Ist das auch so? Ist das die Wahrheit? Ist seine Partnerschaft auch wirklich nur noch wie Bruder und Schwester leben? Hat er vor, sich zu trennen? Was umgibt sie da überhaupt? Weiß die überhaupt irgendwas? Ja? Oder ist das wirklich so, wie er es dir sagt? Das ist immer interessant, mal reinzuschauen. Wenn du also gerade in einem Liebesthema drin bist, und weiß, da ist noch eine dritte Person im Spiel. Ja? Ist es ja schön, Dinge zu hören, aber wir wollen da jetzt auch mal genauer reinschauen. Was ist denn hier so los? Was ist denn hier so zu sehen? Wie immer gilt natürlich, wenn du hier in Resonanz gehst, wenn sich das für dich stimmig anfühlt, wir wollen auch Lösungen und Hinweise suchen, wie man da vorwärts kommt. Aber wenn es nicht dein Thema ist, wie immer gilt, wenn es dir nicht gut geht, wenn es dir schlecht geht, wenn du Themen und Fragen hast rund um die Liebe, um deinen Wunschpartner, Ex-Partner, Impulse, Energien brauchst,
brauchst Hinweise, wie geht's da weiter, was kann man tun? Vor allem ich als Mann kann da ja auch sehr, sehr gut reinschauen, weil ich bin ein Mann, ich verstehe auch dich. Na, mittlerweile nach Jahren von Liebeslegungen und persönlichen Readings habe ich da schon die gewisse Erfahrung. Wie kriegt man denn den Kerl dazu, dass er sich endlich mal bewegt? Also wenn es dir nicht gut geht, wie gesagt, melde dich. Meine Nummer ist immer unten in der Infobox oder manchmal auch im ersten Kommentar dabei. Freue ich mich, von dir zu hören. So, und jetzt wollen wir anfangen. In der Weihnachtszeit hast du schon festgestellt, da quassel ich immer gerne etwas länger. Aber das macht ja nichts. Musst dir anhören oder eben nicht, je nachdem. So, dann wollen wir mal schauen, dass das nicht so spiegelt. Wir machen es uns gemütlich. Und wie du schon siehst, habe ich natürlich alle drei Kandidaten mal rausgelegt, wie beim Herzblatt. Na, so, wir wollen mal schauen. Es geht natürlich um ihn, es geht auch um dich, es geht auch um sie. Was sind denn da für Energien zu sehen? Was gibt es denn da so ein bisschen herbeizuorakeln? Und ich würde sagen, wir schauen natürlich mal bei ihr, wir schauen bei ihm, wir schauen bei dir und dann wollen wir natürlich da unten Hinweise haben und Impulse für die nächste Zeit. Und vorzugsweise brauchen wir da auch Karten. Wo sind meine Tarotkarten? Hier. So, ich würde sagen, wir fangen an und schauen uns mal an. Erstmal, ja, was ist denn da rund um sie so zu sehen? Weiß die überhaupt was davon? Denkt die, alles ist in Butter? Na, oder hat die keine Ahnung von dem, was da so vor sich geht? Ja, ich kann es dir sagen, ich habe eine, nee, das sind zwei, wir wollen nur eine Karte haben. Schauen mal. So. Ah, interessante Karte, was diese Person so umgibt. Da ist der Teufel gefallen. Also ich entnehme da schon so eine gewisse Abhängigkeit von ihr zu ihm. Ja, kann sein, dass die eine Wohnung haben, ein Haus haben, dass vielleicht Kinder da sind, dass die beruflich irgendwas verbindet. Also irgendwie entnehme ich da schon so eine gewisse Abhängigkeit von ihr zu ihm, wo man sagen kann, okay, also so leicht komme ich da jetzt irgendwie auch nicht los. Da sind noch ganz schön viele Dinge zu klären. Also wenn er dir vielleicht erklärt, ja, ich kann mich nicht so einfach trennen, ich kann jetzt nicht so einfach zu dir kommen. Mag das vielleicht sogar stimmen, weil beim Teufel, da geht es eben tatsächlich auch um gewisse Abhängigkeiten zueinander. Ne? Aber was auch immer es ist, es muss ja lösbar sein. Also niemand ist an den anderen angekettet, wie hier. Also auch auf dieser Karte sieht man, dass die Ketten um die Hälse der Menschen sehr, sehr lose sind. Also man könnte sich tatsächlich diese Ketten abnehmen und könnte gehen. Vielleicht denkt man sich's nur schwieriger, als es ist. Also ich nehme schon, also wenn ich mal bei ihr reinspüren darf, jetzt auch noch mit dem Kreuz, merke ich und spüre ich schon irgendwie, dass da schon eine Belastung da ist. Eine Last, eine Belastung, eine schwere Aufgabe, da ist eine Abhängigkeit da. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie nicht so einfach von ihm loslassen wird. Na? Weil auch sie will ja ihren Partner irgendwie halten und behalten. Das heißt, sie klammert da schon. Sie ist da schon damit beschäftigt, dass das irgendwie funktioniert. Na, mit dem Kreuz, das ist eine Aufgabe, eine schwere Aufgabe. Der Teufel, das ist die Abhängigkeit. Also ich sehe schon, sie ist da jetzt nicht so eine, die ihn einfach so gehen lässt. Na, die fährt schon die Krallen aus. Aber wir wollen mal weiterschauen, was wir da noch sehen. Und da ist natürlich auch, das Kreuz ist eine Aufgabe, immer auch etwas zu tun, hier für eine positive Veränderung zu sein. Ich glaube, sie hat den Braten schon gerochen. Sind wir doch mal ehrlich, ich glaube, sie hat den Braten gerochen. Sie weiß, sie ist da emotional und gefühlsmäßig abhängig von ihm. Sie will das ja wahrscheinlich auch noch, diese Partnerschaft. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, da bei den beiden schon für eine positive Veränderung zu sorgen. Also ich tue jetzt mal alles, was ich tun kann, damit der zur Vernunft kommt und vielleicht diese Partnerschaft, die er mit ihr hat, wieder irgendwie weiterläuft. Also das ist ja schon mal eine sehr, sehr interessante Energie.
die sie jetzt hier an der Stelle umgibt. Weil normalerweise kann es auch sein, dass sie gar nichts merkt. Ja, der Schlingel hier, der macht halt so sein Ding. Aber ich glaube, sie hat den Braten schon gerochen. Hier passt was nicht, hier stimmt was nicht. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Und das ist interessant. Wir schauen nämlich jetzt mal, was umgibt ihn denn da so an Energien zu dem Thema er, du und sie. Was ist in seiner Energie zu sehen? In der Regel verspricht er dir ja, ich komme schon bald zu dir, bin schon bald da, ich trenne mich schon bald, ne? Ach, jetzt ist der Zeitpunkt ganz schlecht, ach, jetzt ist es gerade ungünstig, warte doch noch, na, man kennt es ja. Und was man bei ihm sieht, ja, da ist die Karte der Kraft gefallen und ich habe schon so das Gefühl, dass der irgendwie versucht mit Worten, mit einfühlsam sein, mit Reden die Dinge oder den Ball flach zu halten, ja? Die Kraft ist, man löst etwas ohne Gewalt. Ja? Die Kraft, das ist die Kraft, die kommt auch irgendwie von innen. Also vielleicht hast du auch so das Gefühl, er beschwichtigt dich da in der Hinsicht, dass das vielleicht mit euch schon was wird, aber jetzt ist es halt irgendwie auch schlecht. Ich glaube, das macht er zu Hause auch, dass er da so in der, ja, in der abwartenden Position ist und sagt, ich muss jetzt hier erstmal schauen, welches Nestchen gefällt mir denn da am besten. So, und da sind jetzt auch gleich zwei Karten gefallen. Zum einen der Stern. Ja, Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung. Also was ist für mich das Beste? In welchem Nestchen halte ich mich denn jetzt am besten auf? Der Stern, auch die Karte der Erkenntnis. Ich glaube nämlich aber auch, nachdem sie schon den Braten gerochen hat, ist es bei ihm jetzt Zeit, mal eine Entscheidung zu treffen. Weil die Sense, die beendet etwas. Die Sense ist ein neuer Abschnitt. Die Sense sagt, okay, jetzt trenn jetzt etwas ab. Und er hat, glaube ich, hier, wenn ich mir das so anschaue, schon erkannt, dass er jetzt mit seinem Reden und seinem Tun und seinem Ball flachhalten langsam nicht mehr weiterkommt. Also ich sehe schon, sie will, dass da wieder was vorwärts geht. Er weiß, irgendwas muss er jetzt machen, irgendwas muss er jetzt entscheiden, in irgendeine Richtung muss er jetzt gehen. Und das ja auch mit Recht. Na, er kann ja dir nicht erzählen, ja, ich liebe dich. Da kann er sagen, ja, wird schon wieder. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber auch nicht immer. Und diese Entscheidung, die rückt jetzt schon ganz schön nahe, wo ich dir sagen kann, da kriegt er schon so langsam das Fracksausen. Na? So, wir schauen mal weiter. Vielleicht mache ich mich mal da oben hin heute und schauen mal, was wir denn da bei dir so Schönes sehen. Wir wollen gucken, weil es ist ja auch immer wichtig, was bei dir los ist, dass es dir gut geht, dass du deinen Weg gehst. Wir schauen mal, was gibt es denn da so Schönes zu sehen. Okay. Aha. So, da haben wir es jetzt schon. Das sind die sieben Stäbe. Bei den sieben Stäben, da geht es schon darum, auch sich zu schützen. Ne? Das ist aber auch vielleicht in deiner Energie gerade so ein bisschen das Thema, dass du sagst, okay, irgendwie zieht sich das mit dem so, irgendwie sagt er mir schöne Worte, irgendwie folgen aber nicht so wirklich Taten. Ich glaube, ich muss mich jetzt hier mal langsam schützen und muss auch mal schauen, wo ich abbleibe. Da geht es auch darum, mutig zu sein. Ne? Mal mutig sein und sagen, hey, ich will jetzt eine Aussage. Ich setze ihm mal die Pistole auf die Brust und sage, mein lieber Freund, jetzt wird es mal Zeit, dass du deine Entscheidungen triffst, weil ich möchte nicht mehr länger warten. Ich will jetzt Taten sehen und nicht nur Worte hören. Ich möchte, dass es jetzt mal in unsere Richtung geht. Das ist immer schwer, das zu sagen, weil man halt auch irgendwo Angst hat, enttäuscht zu werden. Na, wenn du denkst, oh, jetzt gehe ich zu ihm hin und will eine Auskunft, eine Entscheidung, habe ich natürlich Angst, dass er sich gegen mich entscheidet. Aber dieses Nicht-Fragen zögert das Ganze ja hinaus. Diese Antwort kriegst du ja eh. Also hol sie dir jetzt ab, ja? Und schützt dich natürlich auch, da hast du vollkommen recht. Solange er noch seine Entscheidung nicht getroffen hat, darfst du dich auch schützen, ja? Und da haben wir ihn auch selber. Ja, bei dir geht es natürlich um ihn. Logisch, ja, was ist denn eigentlich mit mir heute los? Ich weiß gar nicht, in welche Ecke ich jetzt da gehen soll. Aber ich mache mir einfach noch ein bisschen kleiner. So, okay. Da geht es natürlich um ihn. Du schützt dich, dass du dein Herz öffnest, du schützt dich, dass du dich extremst fallen lässt. Klar hast du Sehnsucht, klar hast du ja Verlangen, klar hast du Liebe im Herzen, aber du weißt natürlich schon auch, okay, wenn es jetzt da darum geht, dass ich nicht weiß, ob der kommt oder nicht, oder dass er sich, wenn es
kritisch wird, wieder zu seiner Partnerin zurückzieht, ist ja wohl klar, dass sich dein Herz vollkommen automatisch schützt. Das macht zu und sagt, okay, ich habe Angst, verletzt zu werden. Ja? Und ich bin hier auch irgendwo, nämlich bei dir schon wahr, wenn es um ihn geht, im kleinen Glück unterwegs oder die Hoffnung auf die Chance auf Wachstum im Glück ist auch da. Aber die Energie, die dich hier gerade umgibt in dieser Dreieckskonstellation ist, ich schütze mich. Ich müsste eigentlich mal mutig sein und ihm eine Entscheidung abverlangen, dass er mal sagt, okay, also gut, ich gehe jetzt den Weg mit dir oder ich entscheide mich gegen dich, dass du deine Klarheit hast, weil du bist mit ihm momentan irgendwie im kleinen Glück, weil du dich immer noch schützt und sagst, okay, bevor er nicht diesen Schritt gemacht hat, diesen Schritt gewagt hat, kann ich mich auch nicht öffnen. Na? Also interessant. Wir schauen aber auf jeden Fall mal weiter, was wir da sonst noch so sehen. Wir gucken. Unten wollen wir mal jetzt schauen, wo geht es denn die nächste Zeit lang? Auf jeden Fall ist hier schon mal Alarmstufe rot. Und für dich das große Thema jetzt, ich habe es mir schon fast gedacht, das Rad des Schicksals. Das ist eine Karte, da drehst du selber am Rad des Schicksals. Also wenn du gerade in einer Situation bist, dass du dein Herz an einen Menschen verloren hast, bei dem nichts vorwärts geht, bei dem vielleicht auch noch eine Partnerschaft im Spiel ist oder eine andere Person. Dann nimm du das Ruder jetzt in die Hand. Ich weiß, man hört es nicht gerne, aber geh hin, sag zu ihm, ich möchte jetzt eine Entscheidung von dir haben, in welche Richtung du jetzt gehst, weil ich nicht mehr länger warten möchte. Ja, ich bin nicht da, um im Wartezimmer zu sitzen. Ich bin auch nicht da, um irgendwo eine Nummer zwei zu sein. Ich bin auch nicht da, um irgendeine Option zu sein. Ja, ich will die Nummer eins sein. Ich will, dass du dich entweder für mich entscheidest oder du auch mal mutig bist und zu mir sagst, okay, ich ziehe mich da lieber zurück. Ich möchte eine Entscheidung haben. Also dreh du mal am Rad des Schicksals, ja, weil hier oben ist ja gerade Alarmstufe rot. Ich meine, sie weiß schon, dass da was im Busch ist. Ihr hat sich zur Aufgabe gemacht, eine positive Veränderung herbeizuführen. Er weiß, er muss sich jetzt hier bald entscheiden. Er versucht das alles so einvernehmlich und eher stresslos wie möglich zu lösen. Aber irgendjemandem muss er jetzt mal auf den Schlips treten, ja? Weil so kann das nicht länger weitergehen. So, wir schauen mal, was wir da noch haben. Tja. Erste Karte. Der Turm. Okay, ja, das ist der Rückzug und das ist jetzt eine interessante Karte. Weil ich sage ja auch mal in meinen persönlichen Readings, das kommt ganz auf deine ganz spezielle eigene Situation an, aber manchmal sage ich auch, pass auf, zieh du dich mal zurück. Das ist jetzt der Trick. Zieh du dich mal zurück. Gib ihm mal das Gefühl, dass er dich verliert. Und dann wirst du sehen, aus welchem Holz ist er geschnitzt. Dann wirst du sehen, kommt er auf dich zu, weil er sagt, oh Gott, nein, ich verliere dich, du ziehst dich zurück, ich muss jetzt was machen. Oder geht er dahin zurück? Ja, also wenn du dich nicht fragen traust, oder sagen traust, entscheide dich jetzt mal für etwas, dann gib ihm ruhig auch mal das Gefühl, gerne auch mit Ansage. Ja, da ist auch der Brief gefallen. Ich habe schon wieder eine Karte vorher hell gesehen. Und sage ihm: Pass auf, ich ziehe mich jetzt von dir zurück. Ich kann nicht länger warten, das tut mir weh. Ich möchte gerne Leichtigkeit haben. Ich möchte gerne meine Freiheit haben. Ich möchte gerne meinen Spaß haben. Ich möchte gerne geborgen sein. Du wirst mich jetzt verlieren, wenn du nichts tust. Ich liebe dich. Ich habe Gefühle für dich. Aber so wie das jetzt ist, kann ich es nicht weiter leben. Und da wird er mal ganz schnell von seinem hohen Ross herunterfallen, weil hier haben wir ja die Karte der sieben Kelche. Und das ist ja auch mal gern die Karte für eine Schwärmerei, oder wenn einer denkt, er kann alles haben, kann er aber nicht. Und du hast jetzt, glaube ich, ja so ein bisschen das Ruder in der Hand. Sie strengt sich da gerade an. Du schützt dich ja schon selber. Du sollst jetzt hier mal mutig sein und kannst ihm mitteilen, du drehst jetzt selbst am Rad des Schicksals und ziehst dich etwas zurück, weil du es nicht länger erträgst zu warten, weil bei ihm ist eine Entscheidung da. Gibt's bald. Also das ist spannend. Da würde ich mal schauen, wie es so läuft. Also es hat auch in meinen persönlichen Readings ganz oft schon geklappt, weil ich gebe ja auch gern immer
Hinweise als Mann an dich weiter? Wie kannst du mit diesem Typ Mann jetzt umgehen, dass er sich mal bewegt? Und es hat tatsächlich auch schon öfters mal geklappt, wenn man dann sagt, okay, also du weißt nicht, was du willst, willst mich irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich gehe jetzt mal, ich bin dann weg, dann wird er aufwachen. Ja, dann wird er bald kommen und sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt mein Spielchen viel zu lange getrieben, ich muss jetzt mal aktiv werden, weil sonst bist du weg. Na, das ist also eine sehr, sehr schöne Legung geworden. Ich erinnere nochmal ans Gewinnspiel. Ich erinnere auch nochmal daran, dass wir ja aktuell Spenden sammeln für das Tierheim hier. Wir wollen da eine Aktion starten. Also wenn du einen Super Thanks Button hast, dann klick da drauf. 1, 2 Euro spenden wäre nett. Wenn du mit Super Thanks dich nicht auskennst, gerne in der Infobox unten ist auch die Bankverbindung. Da ist auch das PayPal von mir drin. Einfach zahlen mit dem Betreff Tiere. Dann weiß ich, dass das in den Tiertopf hineinkommt. Also, wenn du ein Herz für Tiere hast und sagst, okay, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Euro übrig, dann in die Infobox schauen, PayPal oder Bankdaten, Betreff Tiere einfach reinschreiben, dann sehe ich das, kommt das in den Topf rein. Ich habe von mir schon 155 Euro reingegeben in den Topf, dass da mal eine Grundbasis da ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn du spendest für die Tierchen, die kein Zuhause haben, die kein Herrchen haben. Da gibt es dann Futter, Fressen, Spielzeug, was die eben dort brauchen. Und ich würde, ist mir eine Herzensangelegenheit. Also wenn du möchtest, gerne einen kleinen Betrag spenden. Freue ich mich sehr. Ja, und dann machen wir noch ein Video, wie ich das dann übergebe im Namen der schönen Angel Readings Community. Also da machen wir eine Aktion draus. Ich freue mich drauf. Wer fürs SOS Kinderdorf spenden möchte, gerne auf dem Angel und Soul Kanal. Bei der Karina läuft noch die Aktion SOS Kinderdorf. Da auch gerne, je nachdem, was du möchtest, lass uns zur Weihnachtszeit eine Kleinigkeit geben und etwas Gutes tun. Also, bleib gesund, sei lieb zueinander und genau, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.